Ja, Autismus und Asperger-Syndrom ist auch so ein Aspekt. Also ich bin der Meinung, dass die meisten Leute, die eben so autistisch oder Asperger-Syndrom, also autistisch veranlagt sind, aber noch hochfunktionellen Autismus haben, also noch bei denen das nicht so auffällt, das sind Menschen, die meistens irgendwelche Probleme hatten in der Kindheit, psychisch oder körperlich vergewaltigt wurden von ihrem Umfeld. Die halt auch als Kind nicht ernst genommen wurden in ihren Wahrnehmungen. Das sind ähnlich wie bei Borderlinern, sind das Menschen, die hochsensibel sind oder eine sehr hohe Intelligenz haben und besondere Fähigkeiten haben. Und wenn Eltern eben so überheblich sind und meinen, nur weil sie älter sind oder mehr Erfahrung haben, dass sie eine bessere Wahrnehmung haben als ihr Kind, in allen Aspekten, dann liegen sie falsch. Weil eben manche Kinder viel klarer und viel deutlicher wahrnehmen und eigentlich viel mehr Potenzial haben, als die Eltern ihnen zuschreiben. Ja, Kinder werden in unserer Gesellschaft massiv nicht ernst genommen. Und das führt auch dazu, dass sie später kein Selbstbewusstsein haben, weil sie ja denken, ja, ich werde nicht ernst genommen, weil ich ein Kind bin oder weil ich nicht genug Geld habe oder weil ich nicht arbeiten gehe oder nicht so in dem System funktioniere, wie das von mir erwartet wird. Und haben dann eben nicht die Kraft und das Selbstbewusstsein, etwas zu erreichen in ihrem Leben und oder brauchen halt viel länger, werden halt jahrelang blockiert dadurch. Und Asperger-Syndrom ist ja auch das Gefühl, auf dem falschen Planeten zu sein. Ja, das heißt, man fühlt sich einfach nicht angenommen hier, auch natürlich dadurch, dass man nicht ernst genommen wird, dass man nicht für voll genommen wird mit seiner Wahrnehmung und Fähigkeiten wie Intuition und so weiter abgesprochen bekommt. Und ja, man fühlt sich einfach nicht zu Hause, weil die Menschen um einen rum alle so verblendet sind und nicht richtig wahrnehmen, alle lügen und sich gegenseitig bescheißen, sich fertig machen und den ganzen Müll. Und ist ja klar, dass man sich dann nicht irgendwie wohlfühlt. Deswegen fühlt man sich, als wäre man auf dem falschen Planeten gelandet. Vielleicht sind diese Kinder oder Seelen dieser Kinder ja auch nicht unbedingt von der Erde ursprünglich und fühlen sich deswegen so. Meine Theorie ist ja, dass Menschen überhaupt gar nicht auf der Erde überhaupt ihre Evolution gehabt haben, sondern dass wir schon vor langer, langer Zeit von anderen Planeten hierher kamen, aber durch verschiedene Kriege gar nicht mehr wissen, dass das so ist. Da gibt es auch Nachweise für, dass zum Beispiel in der Sahara ein großer Atomkrieg oder etwas Ähnliches stattgefunden haben muss, weil die kilometergroße Glasplatten unterhalb des Sandes gefunden haben. Und das deutet darauf hin, dass dort Sand geschmolzen ist zu Glas, und das kann nur durch massive Hitzeeinwirkung wie von einer Atombombe oder einem Meteorit oder einer ähnlichen Bombe geschehen. Naja, wie auch immer. Vielleicht waren es auch Naturkatastrophen, aber jedenfalls haben wir wohl nicht alle Aufzeichnungen von allem und können uns nicht an alles erinnern. Und ich finde es auch überheblich, aus unserem jetzigen, noch sehr, sehr jungen und anfänglichen Stadium der Wissenschaft zu behaupten, dass wir das alles jetzt schon mit Sicherheit wüssten. Ne, also die Mainstream-Meinung ist halt sowieso immer sehr vereinfacht und das wird auch wahrscheinlich mit Absicht so gemacht. Ja, also jeder Mensch und jedes Elternteil ist natürlich auch selbst in der Verantwortung, offener mit diesen Themen in Zukunft umzugehen. Damit kann man die Ausgrenzung von Menschen, die anders sind, auch beheben. Ja, Inklusion funktioniert nur über bewusste Wahrnehmung dessen, was dieser Mensch ist, darstellt und tut und was für Probleme er hat. Und nicht, indem man einfach nur den Menschen befiehlt, die jetzt zu integrieren. Denn du kannst nicht immer jeden Menschen in jedem Moment in dein Leben integrieren, wenn der komisch drauf ist, sondern du musst ihn erstmal kennenlernen, musst dir die Zeit dafür nehmen, musst die Zeit dafür auch haben. Ne? Menschen, die keine Zeit haben, die können das einfach nicht oder nur sehr wenig. Und deswegen kann man Inklusion auch nicht erzwingen, sondern nur erlernen, und mit der Zeit kann man das in sein Leben integrieren.
dass Menschen anders sind als man selbst und dann kann man sich gegenseitig aneinander gewöhnen und anpassen. Das ist in allen Beziehungen so und ich weiß nicht, warum man das nicht auch auf Behinderte so bezieht oder auf Menschen, die eine andere Wahrnehmung haben. Ja, ist gut. Ist alles in Ordnung. Du bleibst nur da hinten, damit du nicht mir die Kamera umschmeißt, Alter. Ja, chill, kannst du ein bisschen rumrennen. Ja. In diesem Sinne noch einen schönen Tag.